Eigentlich wollte ich heute was völlig anderes machen, aber dann ist so unglaublich viel passiert. Deshalb gibt es jetzt so eine Art Le News Blitzdurchlauf. Ja, und los. Hallo, hey, ihr sexy Ladies and Gentle Nerds. Was geht? Geil, dass ihr wieder dabei seid an diesem wunderschönen Freitag. Daumen hoch fürs Wochenende. Nee, ist gut, pass auf. Auf dem Imageboard 4chan, das kennen sicherlich viele von euch, passiert ja so einiges Absurdes, Wirres, völlig Beklopptes. Aber jetzt hat's echt den Vogel abgeschossen. Aus einem einzigen Frame, also einem einzigen Bild eines Propagandavideos syrischer Milizen, hat eine 4chan-Forum-Gruppe anhand verschiedener Anhaltspunkte wie Minarett-Turm und so weiter und so fort den Aufenthaltsort dieser syrischen Rebellen auf Maps ausfindig gemacht und geteilt. Das so rauskriegen zu können und einzugrenzen, den Standort ist schon krass, aber was wirklich absolut krass ist, dass genau das angeblich dafür gesorgt hat, dass das russische Militär genau diesen auf 4chan ermittelten Standort mit Luftangriffen bombardiert hat. What the fuck? Bisher gehören Ärzte in Deutschland, ja man mag es kaum glauben, zu den krassesten Lobbyisten überhaupt. Das heißt, wenn sie ein bestimmtes Medikament einer ganz bestimmten Firma als einziges und immer wieder an ihre Patienten verschreiben, können sie dafür im Gegenzug richtig krass Kohle kassieren. Ja, woanders nennt man das Korruption, denn genau das ist es. Und wow, ein neues Gesetz in Deutschland soll genau da einhaken und das in Zukunft verbieten. Wäre das nicht quasi traumhaft schön, wenn man als Patient plötzlich nur noch die Medikamente bekommt, die man wirklich braucht und sich leisten kann und nicht mehr die, die dem Arzt am meisten Kohle in die Kasse spüren? Wahnsinn! Im Zuge um diesen völlig absurden Streit zwischen Deutschland und der Türkei, oder besser gesagt dem Schmähgedicht Jan Böhmermanns und dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, ja genau so heißt der Mann, und dem ganzen daraus resultierenden absurden Stress überall, hat jetzt jemand das Ganze endlich mal auf den Punkt gebracht. Es hat nämlich tatsächlich jemand so eine Werbeplakatfläche in Berlin direkt neben der türkischen Botschaft angemietet und darauf steht in großen Lettern für jeden zu lesen Hashtag Und genau das bringt die ganze Sache auf den Punkt. Das ist so geil, das ist die beste Werbeplakat aller Zeiten. Du beste Werbeplakat. WoW und WTF, also wow und what the fuck, Microsoft will gegen die Regierung der USA klagen. Nämlich weil diese für verschiedenste Behörden und Geheimdienste immer wieder Nutzerdaten bei Microsoft abfragt und dann aber von Microsoft verlangt, diese Anfragen auf Kunden- und Nutzerdaten geheim zu halten. Vor den jeweiligen Kunden und Nutzern. Und das verstößt blöderweise gegen die US-Verfassung. Neben Apple ein weiterer riesiger Technikkonzern, der den US-Behörden ins Gesicht klatscht. So Bitch-Slap-mäßig. Ich bin echt gespannt, was daraus wird. Der Berliner Kotti hat sich mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. In Berlin, in Kreuzberg, am Cottbusser Tor, hat ein 20-jähriger junger Mann versucht, in einem Imbiss Drogen zu verticken. Der Imbissbesitzer hat ihn daraufhin daran hindern wollen, worauf sich dann eine Frau eingeschaltet hat, anfing wild rum zu pöbeln, also gegen den Imbissbesitzer, was auch noch keiner so wirklich verstanden hat. Und dann plötzlich ist das wie bei Hangover. So ein Schnitt, keiner, der bei den Ermittlungen involviert ist, weiß, wie überhaupt irgendwas zustande kam, aber es kam zu einer Massenschlägerei zwischen 40 Personen mit Knochen, Brüchen und allem, was dazugehört. Und das zeigt nichts anderes als das schiere Gewaltpotenzial dort vor Ort. Puh, was geht mit den Leuten ab? Willkommen auf der Endcard und jetzt hoch die Hände, Wochenende. Däumchen wären Träumchen. Hier so, einmal ganz kurz klicken. Hilft mir sehr, freut mich sehr. Vielen lieben Dank für euren Support. Und ja, ihr dürft die Hände jetzt wieder runternehmen. Auf jeden Fall, falls ihr noch Bock habt. Gestern kam ein neues Nerd-Ranking auf unseren Gaming-Channel. Den findet ihr da oben. Da sind unsere Let's Plays und unten in der Videobeschreibung ist ganz viel, was man anklicken kann. Hashtag DodoJesus liebt euch. Hashtag Iggy. Hashtag, Hashtag, Hashtag Wochenende. Hashtag Freitag. Hashtag Community High Five. In Hashtag 3, Hashtag 2, Hashtag 1 und BÄM!